Herzlich willkommen bei Ferrari Düsseldorf auf unserem YouTube-Kanal. Heute dreht sich alles um Racing. Um Racing und um vielleicht deswegen auch dieser Helm, weil wir gesagt haben, wir müssen mal ein bisschen was über die DNA von Ferrari erzählen und wo das alles herkommt und natürlich vom Rennsport. Ja, also Formel 1 ist immer ein Riesenthema bei uns. Ferrari ist auch der einzige Rennstall der Welt, der seit Tag 1 bei der Formel 1 dabei ist und diese bisher jede Saison mitgefahren ist. Und wenn wir Saison hören, dann wissen wir schon, was bald ansteht. Es steht die nächste Challenge-Saison an, das ist die Ferrari Challenge. Genau, und dieses Jahr gibt es sehr viele Highlights. Natürlich sind wir, vielleicht muss man sagen, wir haben einige Videos schon gedreht an der Rennstrecke und wir haben dieses Jahr auch wieder Racing Days. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig und wir nehmen euch auf jeden Fall mit und zeigen euch mal ein bisschen was hinter den Kulissen an den Racing Days. Und wir sind mit zwei Fahrern wieder am Start. Wir stellen den aktuellen Champion, sowohl Europameister als auch Weltmeister der Coppa Shell. Und dieses Jahr wird wieder Vollgas gegeben. Und jeder, der das Thema Racing mal ein bisschen näher gebracht haben möchte, der soll uns bitte gerne kontaktieren, weil wir sind gerne Partner in sämtlichen Sachen rund um Rennsport. Ja, also wie ihr schon gehört habt, wir stellen diverse Fahrer. Der aktuelle World Champion fährt unter unserer Flagge. Also wenn euch Rennsport interessiert, wenn euch ein Schnupperkurs in Rennsportthemen interessiert, also wenn irgend rund um Interesse Rennsport, Ferrari, bitte kontaktiert uns. Wir sind sehr gut vernetzt, helfen gerne weiter und machen das selber gerne auch mit Leidenschaft. Und damit ihr jetzt nicht nur uns beide seht und wir über Rennsport reden, wollen wir euch ein bisschen Rennsport näher bringen. Und zwar wollen wir euch mal mitnehmen in unsere Werkstatt. Wir zeigen auch das bewusst in der Werkstatt, weil das ist, Rennsport ist immer ein bisschen anders. Und deswegen nehmen wir euch jetzt mit und zeigen euch mal, was wir bei uns stehen haben. Genau, Rennsport ist nicht high glossy, Rennsport ist pur. Deshalb gehen wir jetzt gemeinsam rüber. Trotzdem darf der Espresso nicht fehlen. Ja, aber wollen wir auch sagen, was wir zeigen oder wollen wir alle überraschen? Nein, wir überraschen. Okay, also wir überraschen, sorry. Dann cheers. Bis gleich. Wahnsinn! Und? Was sagt man denn da? Ja. Welche ist eigentlich die Hauptkamera? Die. Aber bevor du über die Hauptkamera nachdenkst, mach mal deinen Kragen hin. Der rechte. Oh, das sieht der rechte. Ja, so. Ja. Lach du nicht so? Ja? Das wäre mein Problem, ne? Dir kann das nicht passieren. Ja? Guck dich an. Soll ich was normal machen? Ja. Oder? Nein, das bleibt. Also, wir haben hier ein 296 Challenge. Warum haben wir einen 296 Challenge? Ich glaube, es ist der erste in Europa, der hier angekommen ist. Das ist der erste Challenge weltweit, der ausgeliefert wird. Und der weltweit steht der erste Ferrari 296 Challenge. Auto steht hier. Auto ist letztes Jahr beim Finale Mondiale vorgestellt worden. Das war im November. Und dieses Auto geht jetzt quasi. Heute haben wir Sonntag, morgen oder übermorgen zum Rennstall, wird dort fertig gemacht und dann kannst du nämlich losgehen, dann fängt die Challenge Season an und das ist unheimlich, unheimlich besonders, so ein Auto hier zu haben und das ist natürlich Rosso Corsa, kann man tatsächlich auch in unterschiedlichen Farben bestellen, man kann jetzt keine Sonderlackierung bestellen, man kann jetzt Rosso Corsa, man kann Giallo Modena, man kann eine Nero Daytona bestellen. Bianco Avus, also weiß. Nur, man muss auch dazu sagen, in der Regel werden die noch foliert. Die kriegen ihre Sticker überall drauf von der Challenge, von den Sponsoren. Und und da es ein Rennauto ist, kriegt ihr natürlich auch immer mal wieder die ein oder andere Macke. Deswegen macht sich eine Sonderlackierung eigentlich, lohnt sich eigentlich bei dem Auto nicht. Und man sieht, dass er ganz frisch angeliefert wurde.
Das Auto ist noch ein bisschen schmutzig, die Sticker sind noch drauf. Also, was auch ganz, ganz witzig ist, wenn man sich mal die Sticker anguckt, die sind von den Spediteuren und von der Qualitätskontrolle. Und selbst die sind in der Trikolore, grün, weiß, rot. Ganz witzig gemacht, dass die Italiener selbst da ja, die Trikolore drauf haben. Ich bin begeistert. Ich finde, das Auto ist so schön. Und der sieht so agil, also unglaublich schnell aus. Er sieht für mich extrem leicht aus. Ja, also am liebsten würde ich direkt eine Runde auf die Rennstrecke mit dem Auto. Wir haben ja bereits ein 488 Challenge Evo gezeigt. Also Evo war die Evolutionsstufe vom 488 Challenge. Das ist jetzt wieder was ganz Neues. Wir haben hier 700 PS, wir haben hier 1330 Kilogramm Trockengewicht. Und ja, ich glaube, dass das noch mal was ganz anderes sein wird. Wir haben ja, deutlich mehr Abtrieb durch die ganze Aerodynamik. Ja, wir haben Aerodynamik sieht man wirklich. Ja. Also es ist extrem viel Aerodynamik diesmal an diesem Auto. Wenn man ein Zu96 daneben stellt, denkt man, was haben die beiden Autos miteinander zu tun? Ob ich jetzt die Front sehe, ob ich, ich habe natürlich keinen Kofferraum hier vorne drin, brauche ich natürlich nicht. Ich habe hier die ganze Fronthaube ist anders, der vorne der Splitter, der für den Abtrieb sorgt. Ja, ist aber dann ganz doch wieder Scheinwerfer vom Zu96. Komplett 296, Lufteinlass hier ne, fürs Aggregat. Dann die Plexiglasscheibe. Das finde ich, ja absolut der Knaller. Ne? Also das finde ich ist optisch. Ich würde mir wünschen, dass wir sowas mal wieder in einem Serienauto haben, und zumindest als Option. Das ist einfach nur saucool. Einfüllstutzen, dann haben wir Lexan-Scheibe. Das gibt es tatsächlich auch beim Zu96. Optional, ja. Wenn man das Fiorano-Paket wählt, kann man optional eine Lexan-Scheibe bestellen. Serienmäßig hat er eine Glasscheibe. Ja, und was das hier ist, ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Für den Straßenverkehr sicherlich schwierig. Ich bin jetzt nicht der große Fan von großer, ich sage jetzt mal Theke. Aber es ist das, was natürlich beim Rennauto nicht fehlen darf, was natürlich für maximalen Abtrieb sorgt. Frank, ja, ich würde sagen, auch hier diese Abrisskante, ja, also ist alles en detail durchdacht. Highlight Time? Würde ich sagen. Highlight Time. Lässt mir den Vortritt? Natürlich, ich lasse den Vortritt. Also, Highlight Number One, Sitze. Ganz wichtig. Ich glaube, ich werde zum Sitz-Fan. Bitte nachher mal ne, anschauen. Ich bin gespannt. Lasst mal ein paar Kommentare da. So Sitze sind der Knaller. Man weiß sofort, okay, ich sitze in einem Rennauto. Ich wollte ganz kurz, ich wollte eigentlich anfangen, dass ich im Auto sitze und rauskomme. Aber nee, das ist so unsexy, Idee, wenn ich da rausgehe, weil ich da rauskrabbeln muss, weil das so anstrengend ist, da rein und rauszukommen. Weil das ist der Käfig und dann diese Sitze, die sind wirklich brutal. Okay, Highlight Nummer zwei ist der Schweller und der Lufteinlass am Schweller. Das muss man mal gesehen haben, finde ich. Knallermäßig habe ich noch nie gesehen. Ich kenne kein Auto, das das so hat. Korrigiere mich, wenn du eins kennst. Nein, ich kenne auch keins. Ist multifunktional und sieht auch gigantisch aus. Man sieht mal, also das Auto braucht viel Luft für dieses tolle Aggregat. Und ob du es glaubst oder nicht, Highlight Nummer drei, diese Carbon-Theke hier. Ich finde es gigantisch. Und es ist halt auch, was ein Racecar braucht. Downforce. Und das ist hier alles möglich. Diese Abrisskante hier, wie filigran die ist, das kann man wahrscheinlich mit der Kamera gar nicht sehen. Also das ist für mich ja, das dritte Highlight. Achatz, ich bin gespannt, was hast du zu bieten? Mein Highlight Nummer eins ist ganz klar diese ganze Aerodynamik am Auto. Die ganze Aerodynamik meine ich, die Front. Wenn man diese kleinen Halter hier sieht, wie die das hier vorne festhalten, weil das runterdrückt. Wenn man hier rüber geht, dann die Seitenaerodynamik, das, was du schon angesprochen hast, so kleine Dinge wie hinten die bei der Heckstoßstange, sowas gibt es beim Zu96 Serienauto nicht. Selbst da hat man noch so kleine aerodynamische Highlights gesetzt. Alles bringt was. Es ist nichts nur, oder es ist gar nichts für die Optik, sondern es geht immer darum, dass es einen Zweck hat.
Das ist mein Highlight Nummer 1. Mein Highlight Nummer 2 sind die ganzen Leichtbaukomponenten. Ob es jetzt die Haube ist, Carbon, wenn ich jetzt die Scheibe sehe, Kunststoff. Aber Harald, ich möchte dich jetzt ungern unterbrechen. Ne? Du hast 3 Highlights, du hörst gar nicht mehr auf. Ja, das sind die Ach, alles ein Leichtbau. Highlight. Das ist für mich. Ach, hast du ein Highlight in den 3 Highlights eine Leichtbau? Eine Highlight-Gruppe. Ja, okay. Also seit neuestem machen wir Highlight-Gruppen. Okay. So, okay, ich kürze ab. Highlight Nummer 3 ist für mich der 6-Zylinder-Motor mit 700 PS. Ich muss sagen, das muss man in der Regel gehört haben. Ich lade euch alle ein, kommt vorbei für einen Soundcheck, aber nicht hier, sondern an der Rennstrecke. Ja. Ich lade euch alle ein zum Racing Days, die in Deutschland stattfinden werden dieses Jahr. Und dann machen wir einen Soundcheck, weil das kriegt man nicht auf einem Video dargestellt. Es ist wirklich abartig, wie laut der ist. Und das ist ein 6-Zylinder, also von wegen 6-Zylinder kann kein Sound haben. Also hier habe ich das Gegenteil als Beweis. Und ja, wer es hören möchte, wer es erleben möchte, bitte kommt zu den Racing Days. Ach, hat's. Wunderbar. Also, Einladung steht. Bitte meldet euch. Wir organisieren das alles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch Ferrari interessiert und alles, was da so einhergeht in dieser Familie, dann lasst uns ein Abo da, besucht unsere Videos. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.